Diese fünf Disziplinen musste ich heuer bei der Öster machen. Servus Leute, ich bin der Alex und heute mit einem neuen Video. Der Weg zum Öster, meine Erfahrungen. Wofür steht eigentlich Öster? Öster steht für österreichische Sport- und Turnabzeichen und kann eigentlich von jedem absolviert werden. Und ich habe eben heuer das Öster gemacht durch die Feuerwehr. Ich wollte einfach mal gucken, wie meine sportlichen Leistungen sind. Und die waren eigentlich ganz gut. Ich habe wirklich am Anfang befürchtet, die wären schlecht, aber die waren wirklich gut. Und dazu gibt es auch eine kleine Geschichte, wie Öster überhaupt ins Leben gerufen wurde. Dezember 1920 gab es erstmal die erste Taufe dafür. Und April 1921 wurden die ersten Abnahmen durchgeführt. Und das Sportabzeichen hieß früher österreichisches Sportabzeichen. Die Namensgebung für Öster kam erst ab den 30. November 1930. Sport wurde ja hauptsächlich in Turnverbänden ausgeübt und eben dazu zählte Schwimmen und Leichtathletik. Nach Anschluss des Dritten Reiches wurde das Öster nicht mehr geduldet, sondern es kam das Deutsche Reichssportabzeichen. Nach dem Fall des Dritten Reiches war eine Weile nichts und ab dem Jahr 1947 wurde das neu beschlossen und ab 1948 wurden wieder Abnahmen durchgeführt. Am Anfang war ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt das Abzeichen machen soll, weil ich mir gedacht habe, könnte schwierig werden, da bin ich mir nicht so sicher. Aber im Endeffekt habe ich mich doch entschieden, es zu machen und habe mich darauf 3 bis 4 Monate vorher vorbereitet. Auf jeden Fall habe ich Anfang Mai begonnen mit dem Training. Zu Beginn habe ich halt eben gelesen, welche Disziplinen ich absolvieren muss und hier blende ich euch die Disziplinen ein. Und zu den Disziplinen gehörten einmal Kugelstoßen, Sprinten, Hochsprung, Schwimmen und Radfahren. Das waren die 5 Disziplinen. Hier sehen wir auch schon, was wir alles machen müssen. Und in dem Fall gibt es hier 1, 2, 3, 4 und 5. Von denen könnt ihr eins aussuchen. Ich habe mich für Dauerschwimmen entschieden. Dann als zweites habe ich mich für Hochsprung entschieden, weil Weitsprung habe ich gemerkt, da geht irgendwie nichts, keine Ahnung. Dritter Punkt, ganz klar, 60 Meter Lauf, das hat man gleich absolviert. Und vierter Punkt, ja, da gibt es nur eigentlich ja 2 Möglichkeiten, aber ich habe es mit Kugelstoßen probiert und ja, ging gut. Und das letzte war 20 Kilometer Radfahren. Ja, das interessante Thema Kugelstoßen war für mich irgendwie eine Herausforderung, weil am Anfang ging überhaupt bei mir nichts. Die Kugel konnte ich höchstens gerade mal 3,50 bis 4 Meter maximal werfen. Ich habe mir am Anfang gedacht, wie soll ich das auf 7,20 Meter schaffen? Oder generell auf 8 Meter. Und dann habe ich halt eben permanent geübt. Ich bin, glaube ich, 2-3 Mal in der Woche habe ich nur Kugelstoßen geübt, dass ich eben mal die Übung habe, wie das Kugelstoßen funktioniert. Na klar, es zählt auch viel Kraft, aber sowie auch Technik dazu. Und wenn man die am Anfang nicht hat, dann wird es auch schwierig. Je mehr man sich mit dem Thema Kugelstoßen sich befasst und diese Disziplin auch übt, wird man auch immer besser. Ich habe selber gemerkt, ich bin später teilweise auf über 7,30 Meter, 7,40 Meter gekommen. Man muss eben viel üben. Der 60 Meter Sprint. Ja, der 60 Meter Sprint war einer meiner Lieblingsdisziplinen, weil ich konnte einfach schnell laufen. Ich konnte immer schnell laufen, hatte aber irgendwie nie die Kraft dazu, die Kugel zu stoßen. Und ja, und zu Beginn des Trainings war ich richtig übermotiviert und ich habe mich kaum aufgewärmt, weil ich gleich dachte, ich muss richtig durchstarten. Ja, was hat es mir gebracht? Ich habe mir eine Zerrung eingeholt und konnte eine Woche lang keinen Sport betreiben. Ja, war ein bisschen ärgerlich, aber was soll man machen? Darum ist immer wichtig, Magnesium vorher einnehmen. Nach der Zerrung, wie es wieder besser wurde, habe ich mich natürlich vorher gut aufgewärmt, dass das mir nicht nochmal passiert. Und da lag eigentlich meine Bestzeit, also bei der Übungszeit, bei 8,30 circa. Und ja, ich glaube, es ist ein relativ gutes Ergebnis. Hochsprung. Mit der Disziplin Hochsprung habe ich mir wirklich nie auseinandergesetzt oder vorher kaum geübt. Ich wollte ja eigentlich Weitspringen nehmen,
Aber da habe ich gemerkt, ich komme überhaupt nicht weit. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich muss jetzt zu einer Alternative. Und das war Hochsprung. Und eine Woche vor der Abnahme habe ich halt eben geübt, also vom Stand aus Hochsprung springen. Und erreichen musste man 1,30 Meter und ich habe 1,35 Meter geschafft. Also für die Grundstufe ist das eigentlich akzeptabel. Dauerschwimmen. 36 Minuten Dauerschwimmen. Ja, war am Anfang für mich wirklich, wo ich sagte, uff, ich kann nach 10, 15 Minuten nicht mehr, aber... Wie gesagt, Übung macht den Meister, je öfter man das macht, desto besser wird man und im Endeffekt beim letzten Training lief alles super. 20 Kilometer Radfahren. Ja, Disziplin Radfahren, 20 Kilometer habe ich eher ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Ich gedacht habe, ja, ich bin sowieso eigentlich so konditionsmäßig gut und ja, und dann habe ich gemerkt, da geht mir schnell die Puste aus. Aber dennoch lief eigentlich alles ganz gut. Beim Wettkampf bzw. bei der Abnahme habe ich mich angemeldet, eben welches Abzeichen ich haben will, ein Stoffabzeichen oder Metallabzeichen. Und ich habe mich für Metallabzeichen entschieden und bei welcher Feuerwehr man ist. Gleich nach der Anmeldung hat uns der Prüfer gleich die erste Station präsentiert und das war Hochsprung. Und am Anfang, wie ich die Stange gesehen habe, dachte ich mir, wie soll ich da rüberkommen? Und ja... Beim ersten Mal ging es überhaupt nicht, aber beim zweiten Anlauf bin ich richtig perfekt rübergesprungen und dann hat der Punkt schon, war dieser Station schon abgehakt und es ging eigentlich auch zur nächsten Station gleich. Und die zweite Station war eben Kugelstoßen und ich hatte schon wirklich Angst, dass ich es nicht schaffe, weil bei den Übungen hatte ich immer so circa 7 Meter, also 6,5 Meter bis 7 Meter und ich war mir nicht sicher, ob ich es schaffen würde. Und da habe ich wirklich schon gebankt darüber. Und ja, es lief eigentlich ganz gut, hatte knappe 7,50 Meter, um genau zu sein, waren es 7,47 Meter. Und ja, ich war danach richtig glücklich, dann dachte ich mir, was kann dabei noch wirklich schief gehen. Die dritte Station war der 60 Meter Sprint und ich war wirklich fokussiert und dachte mir, komm, ich muss es unbedingt schaffen. Und ja, wie ich dann den 60 Meter Sprint gelaufen bin, hat mir der Prüfer gesagt, 8,10 Sekunden habe ich gebraucht. Und beim Training habe ich so circa 8,30 bis 8,80 gebraucht, also war wirklich teilweise langsam. Aber ja, da war ich richtig happy. Vierte Station war 36 Minuten Dauerschwimmen. Ja, verlief eigentlich ganz gut. Ich hatte keine Probleme. Ein paar hatten so kleine Probleme. Aber zum Schluss merkte ich schon, mir geht langsam die Kraft aus. Ich hatte keine Energie mehr zum Schluss. Aber zum Glück waren die 36 Minuten danach geschafft und ich konnte endlich raus. Ja, und die letzte Disziplin war 20 Kilometer Radfahren und am Anfang dachte ich mir, das zieht sich irgendwie in die Länge, weil man so ein Gefühl bekommt, dass da geht irgendwie nichts mehr weiter. Aber im Endeffekt hat alles gepasst. Ich habe 43 Minuten gebraucht und muss sagen, ich bin zufrieden, wie ich diese Leistung, also diese 5 Disziplinen gemeistert habe. Also ich sag mal, dass ganze Training, was ich die paar Monate jetzt gemacht habe und trainiert habe, es hat sich wirklich gelohnt und ich denke einmal, ich würde nächstes Jahr würde ich wieder antreten, aber diesmal eben in der Leistungsstufe und bin schon gespannt, ob ich es wirklich nächstes Jahr in die Leistungsstufe schaffe, aber dann heißt es eben üben, üben, üben. Ja Leute, und das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben geben und nicht vergessen zu abonnieren. Bis dann, ciao.